Idee zu haben, um heute hier das Turnier zu organisieren, das ist eine sehr soziale Erlebnis, um das viele Menschen kommen aus Ukraine, aus Russland, aus Tschechien, aus Belgien, aus Deutschland, also die spielen alle mit. Es war wirklich toll, alle in Kolfen Wasser schieben. Und ja, es ist wieder trocken. Und wir lassen uns überraschen, was weiter passiert. Und ich glaube sicher, die Erwartungen von allen Leuten rundherum sind übertroffen worden. Weil das war eine riesige Sache. Und ich glaube, wenn man jetzt in nächster Zeit die Bilder wird sehen, die Reportagen wird sehen, dann muss man sagen, das ist extrem beeindruckend. Die meisten Amateuren, die kommen hier, das sind dann Leute, die 3-4 Tage Urlaub nehmen, die bezahlen das selber. Und dann kommt man in eine Gruppe rein und dann entsteht eine Gruppendynamik positiv. Aber das sind auch die Bilder, die nachher eigentlich die Geschichte schreiben. Und wenn ich dann Abend zurückkomme ins Hotel und sehe, was rundum passiert, Überschwemmungen überall und so weiter, muss ich sagen, hey, in den Bergen wirklich eine tolle Geschichte gemacht.